Wir beide kennen uns schon viele Jahre, aber heute kommst du zum ersten Mal zu mir, weil deine Katze hier ist. Es tut mir leid, aber sie ist mir einfach so zugelaufen, als ich vorhin in der Hängematte lag. Sie hat mein Tiramisu gefressen, das habe ich mir für später aufgehoben. Sie hat es gefressen und mir nichts übrig gelassen. Ich wollte sie eigentlich erschießen. Ich hatte mich darauf gefreut, sie hat es gefressen und meine Frau macht mir kein Neues. Ich guck da in die Röhre, Mann. Aber du kommst an und sagst, Don Corleone, meine Katze bitte. Aber du zeigst mir keinen Respekt. Bietest nicht etwa Freundschaft. Du sagst nicht einmal Pate zu mir. Nein, stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter hierher und willst diese kleine süße Katze wieder haben, die ich liebe. Du bekommst sie, wenn wir mit ihr fertig sind. Buonasera. Buonasera. Was habe ich dir denn bloß getan, dass du mich so respektlos behandelst? Du kannst doch deine Katze nicht einfach frei rumlaufen lassen, dass sie dir so leicht wegrennt. Und jetzt, wo ich das Vieh ins Herz geschlossen habe, willst du sie mir wieder wegnehmen. Sag's mir, Alter. Ich muss noch ein bisschen mit ihr spielen. Und meine Tochter auch. Es ist schließlich ihr Hochzeitstag. Grazie, Pate. Prego. Übergib das Clemenza. Er soll absolut zuverlässige Männer aussuchen, ohne Katzenhaarallergie. Vielleicht kann ich mir die kleine Muschi ab und zu mal zum Spielen ausleihen.